Ja, eben. Deine Eltern waren, so wie man sagt, ja doch einfachste Leute. Na, vom untersten Level der Gesellschaft, wie man heutzutage sagt. Ja. Also Lumpenproletariat. Ja. Mein Stiefvater war Gepäckträger am Anhalter Bahnhof. Der hat kaum schreiben und lesen können. Der hat die Zeitung mit dem Finger gelesen. Du hast ja auch keine lange Schulzeit gehabt. Du bist ja auch nicht als Bildungsbürger aufgewachsen, sondern du bist als jemand aufgewachsen, der mit 14 Jahren von der Schule ging, in Nazireich, im Krieg zur Schule ging. Ja, von 37 bis 45. Und gerade ein bisschen lesen und schreiben konnte. Ja, und ein bisschen rechnen. Ja, dazu. Dann haben wir dann wieder mal die Erdkarte angeschaut, natürlich nach Gesichtspunkten, die die deutsche Wehrmacht gesetzt hatte. Und dann haben wir auch, also Geschichte wurde genauso, Friedrich der Große, da weiß ich eine Menge drüber, aber sonst gar nichts. Ja. Das war ja alles so. Ne? Ja. Naja, und dann hast du ja nach dem Krieg ja schon Vorbrecht angefangen mit FDJ und als politisches Wesen auch, dich auszubilden. Naja, ich habe erst nach 45, habe ich auf dem Schwarzen Markt gewesen, wir haben geschoben, ich musste die Familie meines Stiefvaters ernähren, wir waren 4 Kinder. Und dann bin ich als Caddy auf dem amerikanischen Golfplatz in Berlin-Wannsee gewesen und habe alle möglichen anderen krummen Sachen immer. Und dann habe ich 1947 meinen leiblichen Vater kennengelernt. Ich meine, es war ja in dieser Zeit so, wir uns jungen Leute, wir hatten bis gestern stramm zu stehen vor den Ortsgrößen und die waren am nächsten Tag kamen dann die Russen mit ihrem Panierwagen und dann hielten die stolzen Redner das Maul und waren nicht mehr da. Da die Erwachsenenwelt war zusammengebrochen. Ja. Die Autoritäten waren weg. Es war niemand mehr da, der das, was er gestern zu uns gesagt hat, heute noch zu sagen wagte. Das war eine ganz merkwürdige Situation, die wir ja alle erlebt haben in meinem Alter damals. Und dann konnte eigentlich nur Leuten glauben, die gegen die Nazis gewesen sind. Früher wollte ich ja erstmal für meinen Führer starben, bis der ganze Zusammenbruch war. Und dann war ich von dieser großen Enttäuschung voll, was die alles angestellt hatten. Und dann habe ich nur noch Leuten glauben können, die also im Lager waren oder in Spanien gekämpft haben oder mit der Roten Armee gekommen sind. Ich meine, das waren diejenigen, die für mich authentisch waren in dem. Den konnte ich glauben. Was die sagten, stimmte und so. Und davon ausgehend habe ich dann meinen Vater kennengelernt, der ja in Sachsenhausen war, als Häftling. Er war Kommunist. Deinen biologischen Vater? Mein Erzeuger. Der mit deiner Mutter nicht zusammengelebt hat? Nein, die hatten was miteinander und da bin ich rausgekommen. Ja, ja. Aber von da an wusste ich, es gibt einen in dieser Sippe, der da nicht mitgelaufen ist, der sich dagegen gestellt hat, der was anderes wollte. Und dem konnte ich glauben und dann bin ich 1947, habe ich ihn kennengelernt, bin gleich danach in die Antifa-Jugend gegangen, die überall Gruppen hatte, bevor die FDJ gegründet wurde. Dann wurden wir übernommen sozusagen als Mitglieder in diese FDJ und naja, dann habe ich bei einem Rundfunkmechaniker gearbeitet, ich wollte Elektriker werden und der ist dann ins Gefängnis gewandert, weil bei ihm Radios gestohlen worden sind. Er hat behauptet, ich hätte sie gestohlen. Und bei dem Prozess stellte sich heraus, dass er sie verschoben hatte. Und weil ich mich selber verteidigt habe und gut verteidigt, dass dabei rausgekommen ist, dass nichts war.